erledigen. Amerika wird euch holen. Unnötig, General. Wir kommen freiwillig. Laut Auftrag keine Waffen. Nicht während dieser Nummer. Wen interessiert's? General McGowan? Doch. Damit du dich nicht fürchtest. Ein kleines Souvenir aus Indonesien. Danke, Vic. Aber wenn ich ein Karambit für die Luftaufklärung brauche, haben wir zwei ein Problem. Steck ein. Wo bleibt Charlie mit dem Satellitentelefon? Hey, sorry. Ich habe das Schätzchen hier noch ein klein wenig modifiziert. Ist so eingestellt, dass die Basis nichts hört. Und warum? Na, weil das Militär gern schnüffelt. Dafür liebe ich dich, Kleiner. Sam. Abrücken. Upload. Sind drin. Männer, ihr König. Es geht los. Bauer bereit. Läufer bereit. Springer bereit. Turm bereit. Königin bereit. Ist noch was? Sag Sarah, dass ich für ein paar Tage offline bin. Sarah, die ist noch Single, oder? Nein, das heißt sicher nein. Hör auf, die Basis zu hacken. Wir sind hier Gäste. Aber die machen es mir so leicht. Video übertragen. Ich hab's. Codes für Bunkeranlage F, Gültigkeit 40 Tage. Lass ihn. Signale stören und abrücken. Jetzt ist die Blacklist aktiv. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis. Bitte kommen. Schrott gekauft? Das Funkgerät ist klasse. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis für Hubschrauberlandeplatz Alpha 9. Ach, egal, wir hängen. Scheiß auf die Vorschriften. Du musst danach voll drängen zu McGowans Pokerpartie. Was denkst du, wovon ich die Mühle hier bezahle? Lass ihn. Team Bravo, melden. Bravo bereit. Los. Sind wir auf der Basis? Wir sind direkt am Außenbereich. Schwing den Hintern. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Ja! Hilf mir, ich sitz fest. Das Satellitentelefon. Ja. Scheiße, was ist da los? Alles okay? Wir sind abgestürzt, aber uns geht's gut. Das Munitionsdepot hat's wohl erwischt. Wo steckst du? Ich verstecke mich mit meinem Laptop unter einem LKW. Alle Funkfrequenzen sind ausgefallen. Muss ein Störsender sein. Nordwestlich von euch. Bitte kommen. Okay, bleib, wo du bist. Wir finden den Sender. Komm schon! Wette, die Schweinehunde benutzen unsere Störsender. Wie kommst du?
du darauf? Wird's genauso machen. Sei wachsam, Sam. Wir haben es mit Profis zu tun und sind nicht einmal bewaffnet. Der Abflussgraben wird uns Schutz bieten. Scheiße, das war kein Mörser. Klang nach Katjuschas. Runter. Er ist da drüben. Bin dran. Verteilt euch und sucht weiter. Weg, nicht bewegen. Da drüben. Nicht los. Ah, Scheiße. Okay, alles klar. Schnell, gib mir mal einen Schubs. Die Bravo-Kompanie hat einen Unteroffizier erwischt. Sie bringen ihn her. Gut. Ist nicht mehr lange. Schalten wir die Kamera ein. Ja, kleinen Moment. Die müssen den Unteroffizier. Der hier sieht aus. Hey, die Leute. Er verblutet. Solange der Funk. Viel Glück. Wir sind verwirrt. Das meint er nicht, ja. Ohne Flugzeug und Raketen können sie überhaupt nicht kämpfen. Aber sie können sterben wie jeder andere. So hat man mir das im Mirava beigebracht. Ein Ausbilder müsste erschossen werden. Wir wollen maximalen Schaden. Keine hübschen Spezialeffekte. Oh, 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 oh. Willst du dich selbst in die Luft jagen? Was soll ich denn machen? Bring sie da und da. Ja, Sir. Danke, Sir. Weißt du, wie man das Ding abschaltet? Arbeite daran. Wie geht's ihm? Frag nicht. Charlie, wir sind da. Okay, okay. Ihr müsst die Steuerspannung des Oszillators abschalten und so das Störsignal unterbrechen. Stillhalten, ja? Ja, glücklich. Nicht reden, okay?
Charlie, reicht da nicht irgendein Schalter? Ist da ein blauer Knopf? Ja. Drück ihn. Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Kumpel, was? Köln, Blacklist, nicht stoppen. Sender ist Ausweg. Ihr stoppt die Blacklist nicht. Granate! Paladin One und das 4th Echelon-Team wurden aktiviert. Aber wir finden Mr. Fisher nicht. Sein Freund stirbt vielleicht. Finden Sie Victor Kost, dann finden Sie Sam. Hunderte von Toten in Guam. Ein Countdown für weitere Angriffe auf Amerika. Die ganze Welt verlangt nach Antworten, Mr. Fisher, und ich habe keine. Das 4th Echelon wird sie finden müssen, doch das geht nur mit einem Anführer. Halt durch, Vic. Einer von Vicks Männern ist dabei und keine Fragen. Sie kriegen Charlie Cole. Und Grim Stottier hat einen der besten CIA-Agenten für die Missionsunterstützung angeheuert. Isaac Briggs. Und Grim ist raus. Sie wollte auch nicht, dass Sie an der Mission teilnehmen. Tut mir leid, Sam, daraus wird nichts. Niemand arbeitet besser mit Ihnen, als Sie es tut. Willkommen im 4th Echelon, Mr. Fisher. Ziemlich cool, oder? Fliegst du zum ersten Mal? Nein. Irgendwas Neues zur Struktur der Engineers? Noch nicht. Briggs und unsere Leute suchen nach möglichen Verbindungen. Was ist mit dem Namen? Amerikas Freiheit, Amerikas Blut. Mögliche Anschläge. Alle mit Countdown. Wir haben 5 Tage bis Amerikas Konsum? Und die Zeit läuft. Die Analysen zu den möglichen Anschlagszielen laufen bereits. Ich erkläre dir den Flugzeugaufbau. Prototyp, Militärtransporter. Und zwar voller Modifikationen. Waffenkammer, Sanitätsstation, Gefängniszelle, es bietet alles, was du auch am Boden hast. Aber völlig mobil, wie in der guten alten Zeit. Probleme mit Briggs? Mein subdermales Funkgerät wurde eingesetzt, vermutlich mit einem Hammer. Neben dem Baby sieht Air Force One wie ein Papierflugzeug aus, Sam. Willst du über Verbesserungen sprechen? Nein, erklär erst mal alles. Nachrichten- und Internetdatengewinnung, Prognosesoftware, Foto- und Videoforensik. Außerdem noch verdeckter Zugriff auf ausländische Aufklärungssysteme und die Gesichtserkennung von CIA, NSA, DCS und FBI. Alles in Echtzeit. Ist es das, mit dem du so angibst? Das SMI? Strategic Mission Interface. Wir haben deutliche Verbesserungen an Charlies Ursprungsmodell durchgeführt. Er wird es dir erklären. Das Beste ist, du kannst alles steuern, und zwar von hier oder über dein Opset, wenn du im Einsatz bist. Beeindruckend. Okay, melde dich, wenn du was willst. Ich muss mich um meine Bude kümmern. Danke, Charlie. Hey, Sam,